Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ludwig. Jo, jetzt sind wir also hier durch diese Schlucht und sind jetzt in der Nähe von dem Hangar. Und da hat uns der Herr Professor und Autotronik hat uns gesagt, wir mögen doch zunächst mal, bevor wir ein Stück Autoreifen aufsammeln, bevor wir mit dem Ballon fliegen können, müssen wir hier erstmal so ein bisschen was richten. Genau. So. Okay, dann gehen wir mal zum Hauptauftrag und gucken mal, was man... Warte mal, da drüben liegt, glaube ich, was. Das könnte eine CD-ROM sein. Die gehen wir gleich mal einsammeln. Wir sind ein bisschen knapp mit Energie. Tagebuchseite ist es. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, volle Batterie. Tagebuchseite. Noch mehr? Finden wir sonst noch irgendwas? Mal gucken. So. Ja, Gaskocher aufsammeln. Ja. Mal hochhüpfen, Judy. Kannst du mal hochhüpfen? Nimm den Müllhaufen auch noch mit. So. So, Jolina. Den Autoreifen auch noch. Ich glaube, jetzt haben wir alles gefunden. Ja, ich glaube auch. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Hauptauftrag. Und werden erstmal sehen, was wir da jetzt eigentlich tun sollen. Weil wir müssen das, was der gute Professor da gebastelt hat, das müssen wir jetzt auf irgendeine Art und Weise fertigstellen. Ich hoffe mal, dass wir da Unterstützung bekommen. Tagebuchseite nehmen wir auch mit. Sonst noch was hier? Gaskocher, Werkzeug, okay. Nehmen wir alles mit. Oh, Zeitung aufsammeln, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Gut, okay, dann gehen wir den Hauptauftrag angucken. Na, mal gucken, was uns jetzt der Professor sagt. Ich denke, dass jetzt der Professor zu uns redet. Nein! Oh. Professor Goodwill, ich bin jetzt beim Windgenerator. Sagen Sie mir, wie kann ich denn den jetzt reparieren? Gut, Herr Ludwig, passen Sie auf. Damit der Windgenerator Energie erzeugt, benötigen Sie diese Bauteile. Ein Servo, um den Windgenerator zu drehen, sowie das Windrad, ein Zahnrad und einen Windmesser. Ist alles montiert, können Sie den Windgenerator einstellen. Gut, Herr Professor Goodwill. Ich will sehen, was ich machen lässt und melde mich, sobald der Windgenerator einsatzbereit ist. Ludwig Ende. Okay, also da müssen wir eine ganze Menge basteln und bauen. Okay, gucken wir mal. Da ist das erste Zahnrädchen, da gehen wir auch Standepete hin. Kabel. Kabelsalat. Mhm. Können wir das mit der vollen Batterie? Nö. Den Bolzenschneider. Haha! Du hast richtig kombiniert. Jetzt machen wir diesen Kabelsalat erstmal auseinander. Sieht verworren aus. So, komm. Bolzenschneider. Hab richtig kombiniert. Wie oft muss ich das machen jetzt? Ludi, was meinst du? Na, wenn es ein ordentlicher Salat ist, musst du das oft machen. Bolzenschneider. Du hast richtig kombiniert. Warum passiert da nichts? Ach, guck mal. Dann nehmen wir jetzt das Windrad mit. Wunderbar. Okay. Gucken wir uns hier noch so ein bisschen um. Wo geht's denn da lang, Ludi? Ich weiß nicht, Jolina. Du, ich habe gleich keine Energie mehr. Ja, ich weiß. Dann haben wir echt ein Problem, oder? Hast du schon eine Energiequelle irgendwo gefunden? Nee. Na gut, so ein bisschen Müll und Kruscht haben wir ja eingesammelt. Okay. Getriebebox? Na komm. So. Volle Batterie? Nein. Windrad? Nein. Eine Getriebebox. Haben wir irgendwas, was wie ein Bolzenschneider? Nein, auch nicht. Autoreifen sicherlich nicht. Sturmfeuerzeug. Ja, na also. Und jetzt sammeln wir die Zahnräder auf. Gut. Jetzt gehen wir mal da hoch. Vielleicht finden wir ja irgendwo eine Energiequelle. Das wäre ja wirklich fein. So. Da liegt eine Festplatte. Sehr schön. Wunderbar. Oh, wir müssen... Haben wir noch was zum Verbrennen, Ludi? So ein bisschen haben wir, glaube ich, noch. Okay, na gut, dass wir... Okay, komm. So, okay. Jetzt wollen wir uns mal hier umgucken, was wir hier tun müssen. Ein Windmesser aufsammeln. Okay. So. Und jetzt? Windgenerator kombinieren mit... Tja, Windmesser. Ja, würde ich mal denken, oder? Völlig klar. Sehr schön. Jetzt haben wir den Windmesser. So, Zahnrad. Jawohl. Das sieht doch schon mal relativ gut aus, oder? So. Irgendwas sieht lose aus. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Windrad, claro. Dann sollte an dem Generator eigentlich so ziemlich alles dran sein, was wir brauchen. Volle Batterie. Nein. Lass mal gucken. Bolzenschneider? Nein. Also etwas fehlt uns noch.
Was war denn das dritte, was wir besorgen müssen? Lass mal kurz gucken. Servomotor, das haben wir noch nicht. Einen Servomotor. Wo kriegen wir denn jetzt einen Servomotor her? Ludi, was meinst du, wo könnten wir einen Servomotor finden? Da drüben liegt wieder was. Da gehen wir mal hin. Genau, vielleicht finden wir den da oben, den Servomotor. Zeitung. Lass uns mal nach da oben gehen, Ludwig. Vielleicht finden wir da einen Servomotor. Naja, kann ja sein. Oh Mann, mir wird schwindelig, Jolina. Ich habe Höhenangst. Nee, da können wir noch gar nichts machen. Okay, also müssen wir jetzt diesen Servomotor noch finden. Hm, wo könnte der jetzt rumliegen? Das war eine gute Frage, Jolina. Oh, mir wird schwindelig. Meine Güte, was ist eine Kurzgondel hier? Also, Ludwig. Also gut. Gut, wir gehen einfach mal weitersuchen. Nee, da ist kein Servomotor. Lass mal gucken. Wir gehen da jetzt weiter. Also, einen Servomotor. Wo könnten wir derartiges finden? Ich habe keine Ahnung. Da drüben ist so ein komisches... Lass uns da mal hingehen. Da findet man gar kein Zeug hier. Ja, wir laufen auch so ein bisschen wieder wie Kraut und Rüben. Das machen wir doch gerne. Das stimmt. Energiequelle benutzen. Ah, wir können Energie. Na, wunderbar. Wenigstens das, dann haben wir schon keinen Kummer mit der Energie. Das ist ja auch mal eine ganze Menge wert. So. Genau. Servomotor. Da müssen wir uns hier einfach noch ein bisschen umgucken, Ludwig. Ja. Wo könnte so ein Servomotor rumliegen? Ich habe keine Ahnung, Jolina. Kannst du da ins Wasser, Ludi? Nee, ich will nicht schon wieder ins Wasser. Also gut, dann lassen wir das. Servomotor. Hm. Da vielleicht? Ja, da waren wir doch schon. Da war keiner. Hm. Hüpf mal hoch, Ludi. Nee, da ist echt nichts. Da nach oben, Lucky, da kann ich nicht hochhüpfen. Also gut. Okay, dann gucken wir uns nochmal in aller Seelenruhe um. Irgendwo muss das ja liegen. Guck mal, da können wir auch noch rein. Da kommen wir doch her, Jolina. Ja, da hast du völlig recht. Okay. Sollen wir mal die Aufträge annehmen? Nee. Servomotor. Das ganze Zeug lag hier irgendwo rum. Da vielleicht? Ja, ein Servomotor. Wunderbar. Hast du gut gemacht, Ludwig. Klasse gemacht. So, okay. Komm, wir nehmen mal... Da liegt auch Zeug rum, dass man... Ah, Schraubenzieher. Kann man sicherlich auch brauchen. Tools mehr gesehen. Auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen mal diesen Auftrag an. Da sagt... So, Zusatzauftrag. Genau, da müssen wir wahrscheinlich wieder allerlei, ja, Tools, Magazines und Kuscht, genau. Ja, ja. Das kennen wir ja schon, diesen Dialog. Den überspringen wir jetzt auch. So, dann gucken wir hier dann... Warte mal, haben wir hier alles? Ich würde denken, dass wir hier alles aufgesammelt haben. Laufen wir trotzdem nochmal darum. Nö, sieht so aus, als hätten wir alles. Okay, dann gehen wir jetzt einfach wieder zu dem Dings zurück, zu dem Windrad, ne? Kannst du da hoch, Ludi? Mal gucken. Abkürzung da hoch? Das müsste doch gehen. Ja, das geht, Jolina, schau mal. Na, wunderbar, okay. Da noch irgendwas, was wir benutzen können, aufsammeln können? Nein, okay. Dann nehmen wir jetzt den Servomotor. Juppa! Und damit sollte jetzt das Windrad funktionieren. Jawohl. Und jetzt machen wir wieder einmal einen Scan. Und yes, Antenne. So. Mit welcher Anlage gewinnt man Energie aus Windkraft? Mit einem Windrad. Genau. So, dann wollen wir uns mal angucken, was wir hier zum Windrad lesen können. Wissensdatenbank. Also, Anwendung Windrad. Drehbare Vorrichtung zur Ausnutzung der Bewegungsenergie des Windes. Neben Wasserrädern waren Windräder in der Geschichte eine der wichtigsten Möglichkeiten, Energie bereitzustellen. Die vielfältigen Bauformen passen sich den jeweiligen Einsatzzwecken an, früher vor allem Mühlen oder Wasserpumpen. Werden sie zur Erzeugung von elektrischer Energie gebaut, nennt man sie Windkraftanlagen oder richtiger Windenergieanlagen. Windräder haben auch lustigere Anwendungen. Aha, ein Wahrzeichen der Steiermark ist der Klapotetz. Das ist ein Windrad mit dem einzigen Zweck, Lärm zu erzeugen, um Vögel von Weintrauben fernzuhalten.
Whirligigs nennt man Spielzeuge, die mit dem Wind Objekte in Bewegung setzen, oft in kunstvoller Ausführung. Bauformen. Ja. Okay. Also technische Ausführung einer Windenergieanlage, insbesondere der Rotor. Jede Windenergieanlage hat letztlich eine drehbare Achse, an der die Energie umgesetzt wird. Die Bauformen der daran angebrachten Rotoren können aber sehr unterschiedlich sein. Amerikanische Windmühlen arbeiten mit vielen Rotorblättern, am besten bei niedrigen Windgeschwindigkeiten. Wie die Windmühlen verwenden moderne Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie waagrecht liegende Achsen. Daran sind meist drei Rotorblätter angebracht. Diese Zahl stellt einen Kompromiss dar. Mit zwei Blättern ist das Rad leichter, allerdings treten oft Unwuchten und Schwingungen auf und wenn der Wind nicht gleichmäßig ist. Mehr als drei Blätter bringen keine wesentliche Steigerung der Energieausbeute und sind zudem schwerer. Ein Nachteil dieser Anlagen gegenüber senkrecht stehenden Rotoren ist, dass sie dem Wind nachgedreht werden müssen. Außerdem ist der Generator in der Achse in großer Höhe angebracht, was die Anlage technisch aufwendig macht. Wegen der höheren Energieausbeute haben sich diese Anlagen trotzdem durchgesetzt. Beispiele für senkrecht liegende Achsen sind der tonnenartige Savanius-Rotor und der nach dem Tragflächenprinzip arbeitende Darius-Rotor. Okay, sehr schön. Haben wir wieder was gelernt. So. Dann haben wir das. Und jetzt? Haben wir den Windgenerator? Ja, das wusste ich doch. Professor Goodwill, ich habe den Windgenerator fertiggestellt. Mein Freund, Sie haben Talent bewiesen. So ein Windgenerator ist eine technisch hochsensible Anlage. Gehen Sie nun dazu über, dieses Wunderwerk richtig einzustellen. Sie müssen wissen, das Windrad des Generators dreht sich nur kraftvoll, wenn es richtig in den Wind gedreht wird. Rotieren Sie hierzu das Windrad mit im Uhrzeigersinn drehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Aha. Beachten Sie, dass die Drehgeschwindigkeit nicht beliebig sein kann. Verändern Sie den Anstellwinkel der Rotorblätter, um die richtige Geschwindigkeit einzustellen. Behalten Sie die Anzeige des Wechselrichters im Auge. Er wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um. Sie müssen den Windgenerator auf exakt 50 Kilowatt einstellen. Ludwig, hast du dir alles gemerkt? Dieser Professor Goodwill spricht so undeutlich. Also, drehe den Windgenerator in den Wind. Stelle den Anstellwinkel ein und achte auf den Wechselrichter, um 50 Kilowatt einzuproduzieren. Autotronik, danke für diese Zusammenfassung. Aber ich errechne, ich habe es auch so verstanden. Goodwill, ich mache mich jetzt an die Arbeit. Ludwig, Ende. Okay. Da müssen wir jetzt wohin? Ne, Wissensdatenbank wollen wir nicht. Wo ist er denn jetzt? Wo? Oh, müssen wir jetzt nach oben? Oh, ich glaube, wir müssen nach oben. Genau, würde ich denken. Ja, wir müssen nach oben. Deswegen zeigt es hier auch die Dings an. Die Pfeile. Das ist sehr freundlich. Jetzt muss ich wieder da hoch, Julina. Ja, das macht doch nichts, Ludwig. Das machst du locker. Ja, aber ich fühle mich nicht so wohl in der Höhe. Ah, das kriegen wir locker hin. Wir versuchen einfach mal schnell zu machen. Ja, mach mal schnell. 50 Kilowatt. So, okay. 50 Kilowatt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir ihn ausgefahren. Anstellwinkel aktuell. Jetzt mal gucken, was macht das hier? Wir versuchen das mal. Dreh dich mal. Von wo kommt denn der Wind? Ah. Oh Mann. Anstellwinkel minus 10. Plus 10. Kopf drehen. Gegen den Uhrzeigersinn. Also ich denke mal, wir müssen gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenn ich das richtig sehe. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, guck mal an. Das war doch schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt drehen wir es nochmal und dann gucken wir, was jetzt passiert. 20, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch mehr kriegen, aber wahrscheinlich nicht. Doch, 40, okay. So. Das sind, wenn wir es jetzt nochmal drehen, was passiert dann? Dann sind wir wahrscheinlich über 50, oder? Ne, dann sind wir drunter. Also, dann müssen wir jetzt 30 gegen den Uhrzeigersinn. Rudi, du machst schon wieder so komische Sachen. So, jetzt, komm. Dann sollten wir wieder bei unseren 40 sein. Vermute ich doch zumindest mal.
Ah, ist doch doofi. Na, komm. 30 Krähen. 30 Grad drehen. So. Okay, 43. So, dann machen wir jetzt den Anstellwinkel noch ein bisschen höher. Dann sind wir bei wie viel? Bei 46 und nochmal. Oh Gott, was dreht's einen hier? Aktuell 50. Juhu, geschafft. Wunderbar. Sehr schön, wir haben die Aufgabe erfüllt. So, jetzt können wir jetzt da unten irgendwas machen. Ich denke, jetzt müssen wir einen Generator einstellen, oder? Autotronik, sag mal was. Egal, wir gehen einfach runter. Die 50 Kilowatt, die haben wir jetzt. Und dann gehen wir zu diesem Rädchen da vorne, Ludi. Und dann stellen wir das ein. Und dann sollte ja vielleicht die Energie losgehen, oder? Das ist der Generator, würde ich denken. Wechselrichter benutzen. Jetzt benutzen wir den mal. So. Lieber Herr Ludwig, großartig. Der Windgenerator versorgt den Hangar mit Energie. Sie können sich dorthin begeben. Aber bitte warten Sie noch ein paar Minuten. Ich habe noch eine kleine Belohnung für Sie. Oh, Belohnung ist immer cool. Her damit. Ah. So, jetzt kann ich gerade nichts tun, sondern wir gucken an, wie da die Energie zu dem Hangar fließt. Super, okay. Jetzt Belohnung. Gut, Professor, geht gut, wenn ich warte. Ludwig, weißt du, meine Berechnungen ergeben, dass dieser Professor Goodwill etwas eigenartig ist. Findest du es nicht seltsam, dass er alles sieht, was du tust, fast so, als sei er aus nächster Nähe? Ach, Autotronik, leidest du etwa wieder unter einem Anfall von Verfolgungswahn? Unsinn, aber rechne kurz nach. Vielleicht will uns dieser Mensch nur in eine Falle locken und wenn er uns gefangen hat, nimmt er unsere Maschinenteile und... Keine Sorge, Autotronik, ich werde ein Auge offen halten. Außerdem, was soll er mit deinen Maschinenteilen anfangen? Der lustige Ludwig. Lassen wir das. Es gibt Wichtigeres zu tun. Analysiere den Windgenerator. Womit regelt man die Drehgeschwindigkeit? Warum dreht sich ein Windrad und womit misst man die Windrichtung? Ja, so, lauter Sachen, die wir hier erledigen müssen. So. Jetzt gucken. Warum dreht sich ein Windrad? Tragflächeneffekt, würde ich sagen, oder? Jippa! Sehr schön. So, dann gucken wir in den Tragflächeneffekt. Das ist sehr schön, das ist nämlich spannend. Mhm. Das ist genau der Punkt. Hier ist die langsame Luftbewegung unten und die schnelle ist oben. Ja. Ja, okay. Kraftwirkung bei der Umströmung einer Tragfläche. Das Tragflächenprinzip wirkt nicht bei Flügeln, wirkt nicht nur bei Flügeln von Flugzeugen, sondern auch bei Rotorblättern, Turbinenschaufeln oder den Schaufeln einer Schiffsschraube. Immer strömt ein Medium, Luft oder Wasser, um die Tragfläche herum, meist mit hoher Geschwindigkeit. Diese Umströmung erzeugt eine Kraft im rechten Winkel zur Tragfläche. Bei allen Turbinen wird diese Kraft dazu benutzt, einen Generator anzutreiben. Hier wird aus dem strömenden Medium Energie entnommen. Bei den Propellern und Schiffsschrauben wird umgekehrt das Fahrzeug bewegt. Hier kommt die Energie von einem inneren Antrieb, zum Beispiel einem Motor. Die Kraft auf die Tragflächen hat mehrere Ursachen. Den größten Anteil daran hat die Umlenkung des strömenden Mediums durch den Anstellwinkel. Strömt zum Beispiel Luft auf den Flügel eines Flugzeuges, so wird sie nach unten abgelenkt. Die Gegenkraft dazu drückt die Tragfläche nach oben. Weiters entsteht ein Druckunterschied zwischen Ober- und Unterseite. Da die Luft an der Oberseite schneller strömt, ist dort der Druck geringer als an der Unterseite. Das ist der Bernoulli, das Bernoulli-Prinzip, dynamischer Auftrieb. Eine nach oben gerichtete Kraft in Flüssigkeiten oder Gasen. Der Auftrieb ist eine Kraft, die die Schwerkraft entgegenwirkt. Er bewirkt zum Beispiel alle Arten von Schwimmen oder Fliegen. Der statische Auftrieb wird durch das Gewicht des Mediums, Gas oder Flüssigkeit verursacht. Taucht zum Beispiel ein Körper in Wasser ein, so wird dieses verdrängt. Der mit der Tiefe zunehmende Wasserdruck äußert sich als Auftrieb, der Körper wird scheinbar leichter. Bereits in der Antike fand der Grieche Archimedes ein Gesetz für die Größe des Auftriebs im Wasser. Der Auftrieb ist so groß wie das Gewicht der verdrängten Wassermenge. Schiffe schwimmen nach diesem Prinzip, U-Boote tauchen damit auf oder ab. Auch in der Luft gibt es statischen Auftrieb. Je nach Volumen, Verdrängung werden Körper leichter. Merkbar und nutzbar wird dieser Effekt aber erst mit Objekten großen Volumens, also geringer Dichte wie Ballons. Der dynamische Auftrieb entsteht durch bewegte Medien. Bei der Umströmung von Körpern können Druckunterschiede auftreten, die sich als Auftrieb äußern. Dies wird insbesondere bei Tragflächen ausgenutzt. Bernoulli-Effekt.
Neben diesem Prinzip fliegen Flugzeuge, Vögel und Hubschrauber. Nach diesem Prinzip. Es wird aber auch bei Windrädern eingesetzt. Auch bewegte Objekte in Wasser können dynamischen Auftrieb erfahren, etwa schnelle Schiffe, Wasser, Ski oder Surfbretter. Genau, so ist das. Genau so ist es. So, dann haben wir das jetzt. Jetzt tun wir mal weiter scannen. Genau, gehen zum nächsten. So, und wodurch wird die Drehgeschwindigkeit eines Windrads gesteuert? Tja, vom Halbleiter, vom Windrad oder vom Anstellwinkel? Ganz klar, vom Anstellwinkel. Das haben wir ja jetzt lang genug hier geübt. Genau. Neue Komponente, Anstellwinkel. Und da gucken wir in die Wissensdatenbank. Und was lernen wir? Winkel der Rotorblätter zum Wind. In der Geschichte tauchen zuerst Windräder auf, die den Wind abbremsen und daraus Energie gewinnen können. Widerstandsläufer. Etwa die Windmühlen, genau. Ihre geraden Blätter stehen etwa 45 Grad zum Wind, der Anstellwinkel bleibt immer gleich. Wesentlich höhere Wirkungsgrade erreichen Windräder nach dem Tragflächenprinzip. Bei diesen Rotoren kommt es aber viel stärker auf den optimalen Anstellwinkel auf. Die Blätter sind als gedrehte Tragflächen geformt, ähnlich zu Propellerblättern. Der Winkel zum Wind wird nach außen hin kleiner und das Blatt schmäler, da die Geschwindigkeit außen höher ist. Außerdem arbeiten moderne Windenergieanlagen mit verstellbaren Anstellwinkeln. Die Rotorblätter werden je nach der Windgeschwindigkeit passend angestellt. Damit die Drehgeschwindigkeit möglichst gleich bleibt, wird der Wind also stärker, werden die Winkel verkleinert. Dadurch wird auch der Luftwiderstand geringer. Bauformen. Ja, gut. Bauformen. Wollen wir das noch machen? Nein, doch. Bauformen. Oh, nee. Hat man doch schon. Haben wir doch schon gemacht, die amerikanischen, die ein bisschen anders sind, ne? Genau. So. Dann haben wir noch was wir mal analysieren müssen. Nee, haben wir alles? Ah, das ist da drüben. Da geht's schön weiter. Also dann. Weiter analysieren, Ludi. Schön fleißig sein. Wunderbar. Sehr schön. So. Wie nennt man dieses Messgerät? Das ist ein Windsack. Und den haben wir ja schon gelesen. Ja, ein Windsack, das hatten wir ja schon, als wir noch in der Wasserwelt waren, haben wir über den Windsack gesprochen. Den haben wir uns also quasi schon, gell? Genau. Genau. Schnelle Schätzung von Windverhältnissen. Je senkrechter er in der Luft ist, desto stärker ist der Wind. So. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles analysiert. Dann müsste sich doch eigentlich demnächst Autotronik melden, oder? Ah, nein, der Professor. Herr Ludwig, bitte melden. Ludwig hier. Was liegt an, Goodwill? Herr Ludwig, ich habe eine Überraschung für Sie. Eine meiner neuesten Entwicklungen. Ein Vertikalwindrad für Energieerzeugung nach Bedarf. Sie finden den Werkzeugbauplan in der Arbeitshöhle. Ah, wunderbar. Mensch, Leute, wir kriegen neue Energie. Ja, vielen Dank. Das klingt gut. Autotronik, was meinst du? Ludwig, mir gefällt das nicht. Es könnte durchaus sein, dass es sich dabei um ein fieses Gerät handelt, durch welches wir dem Wissen des Professors völlig schutzlos ausgeliefert sind. Rechnen Sie das nur einmal vor. Andererseits, es könnte natürlich auch von großem Nutzen sein, wenn dieses Gerät tatsächlich tut, was Goodwill behauptet. Naja, ich bin ja weit weg und gut geschützt in meinem Tal. Versuch es ruhig. Wir werden es nie wissen, wenn ich es nicht ausprobiere. Professor Goodwill, ich hole mir gleich den Werkzeugbauplan und mache mich an die Arbeit. Das ist die richtige Entscheidung, Herr Ludwig. Sie finden alle Bauteile im Umkreis meiner Höhle. Viel Erfolg. Alle Bauteile im Umkreis meiner Höhle. Also gut, dann gehen wir jetzt mal zurück in diese Höhle, in diese Dingstar-Höhle. Schraubenzieher haben wir dort ja schon gefunden und alles andere auch. Sollen wir mal gucken? Eigentlich. So, da guck mal an. Metallküste kombinieren mit... Nehmen wir wieder Black Mesa. Ja, komm. Brechstange. Also gut, okay. Dann den Bolzenschneider. Bolzenschneider? Auch nicht. Metallkiste kombinieren mit Schraubenzieher? Hm. Volle Batterie. Ah, oh, die mit ihren Batterien, das ist ja wirklich schrecklich. Immer diese Batterien. Oh, müssen wir schon wieder basteln, Ludi. Ja, ich sehe es, Jolina. So, jetzt pass mal auf. Das ziehen wir mal hier unten rum. Das ziehen wir da oben rum. Das ziehen wir da rum. Halt, komm. So. Und das ziehen wir da rum. Und dann haben wir es auch schon. Na, hat das nicht genommen, Ludwig. Na, ich mach nichts jetzt aber. Sehr schön. So. Und jetzt gucken wir mal, was da Schönes drin ist für uns. Hm? Alle Bauteile sollten da ja drin sein. Ah, ein Savius-Rotor.
Aha. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Was haben wir da? Alt. Darius Rotor Prototyp kombinieren. Womit jetzt? Das ist mal eine gute Frage. Mit dem Schraubenzieher? Ja! Sehr schön. Und dann sammeln wir das auch auf. Dann haben wir nämlich ein Windrad. Ach, ich sehe schon. Ich weiß schon, was kommt. Wir kriegen nach ein kleines Rind. Wir kriegen nach ein kleines Windrad, glaube ich, auf den Kopf. Genau. So. Dieselaggregat kombinieren mit, könnte man abschrauben. Also nehmen wir den Schraubenzieher und dann nehmen wir den Generator. Wunderbar. Na, die Aufträge hier aufmachen wieder, ne? So. Und dann müssten wir, glaube ich, in den Werkzeugbau, würde ich jetzt zumindest mal denken. Dann gehen wir jetzt in den Werkzeugbau. Werkzeugbau. Und jetzt bauen wir also dieses kleine Windrad. So, Vertikalwindrad. Jawohl. Nee, das ist nicht das Richtige, ja. Also gut, bist du da Rotor oder was bist du denn? Ah, dann bist du der Generator. Hm. Na, also siehste. So. Ah, mit den Rotoren, das ist mal so die Frage. Oh Gott, Leute. Jepa. So, dann haben wir ja bloß noch das eine. Und dann können wir das bauen. Sehr schön. So, da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Und das verbessern wir auch gleich ein bisschen. Und nochmal, komm, verbessern wir es zu Stufe 4. Jetzt bin ich mal gespannt. Ludwig macht ordentlich Lärm und Krach. Und dann lass mal gucken, lass dich, zeig dich, Ludi. Oh, Jalina, ich bin so schicki. Wo bist du schicki? Ich sehe gar nichts. Was passiert jetzt? Gut, Wilmen, ich habe das Windrad gebaut. Doch wie kann ich nun damit Energie laden? Ganz einfach, Herr Ludwig. Finden Sie eine Windzone und aktivieren Sie das Windrad. Sie erkennen eine Windzone an den Windgeräuschen. Laden Sie sich bitte dort auf und gehen Sie anschließend zum Hangar. Okay. Das klingt gut, Ludwig. Ach, das ist Autotronik, Entschuldigung. Das klingt gut, Ludwig. Such dir eine Windzone und lade dich auf mindestens 100 Energiepunkte auf. Wenn etwas bei diesem Hangar nicht stimmen sollte, dann hast du genügend Energie, um schnell flüchten zu können. Autotronik, dein Verfolgungswahn wird schön... Langsam, anstrengend. Gut, ich lade mich zuerst auf und gehe dann zum Hangar, Ludwig Ende. Okay. Jetzt, wo findet man eine Windzone? Lass mal gucken, da drüben. Windzone. Hm. Ich würde eine Windzone in der Nähe des Rotors vermuten, oder? Da sind Windzonen. Komm, komm. Da müssten doch Windzonen sein, oder? Windzonen? Hm. Da läuft die Energie. Hier Windzone. Wissensdatenbank. Tragflächeneffekt. Och, so, das haben wir alles schon gemacht. Ja, wo finde ich denn jetzt eine Windzone? Leute, wo finde ich eine Windzone? Mal eine gute Frage. Also da oben klang es schon eher nach Wind. Ah Mensch, wir müssen es anstellen. Ach, doofi. Also dann jetzt nach da oben. Genau. Wo ist denn nur das Windrad? Ich würde sagen, hier hat es Wind, gell? Nee, gar nicht mal. Hm, da unten? Hm. Wo finde ich eine Windzone? Lass mal die Übersicht gucken. Hm. Windzone? Ah, Windrad an. Jawohl. So, da, guck mal an. Jetzt geht's aber ab hier. So, das dauert ein bisschen, würde ich denken. Lade deine Energie auf. Aufgabe erfüllt. Wunderbar. So, jetzt haben wir also wieder Energie. Das ist sehr schön. Wir laden auch den Rest hier gleich auf. Und jetzt müssen wir also zum Hangar. Das werden wir auch tun, aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.